Auch das Ponyspringen ist jetzt vorbei. Wir haben einen glücklichen Gewinner. Johannes Beken hat das Ponyspringen beim Preis der Besten gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie fühlt sich der Sieg denn an? Unglaublich. Zuerst habe ich gar nicht geglaubt, dass ich gewonnen habe. Aber dann ist mir so langsam klar geworden und es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Hast du damit gerechnet, als du hier aufs Turnier gefahren bist? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Eigentlich waren wir hier, wollten ein paar gute Runden drehen und dann ging es in Stechen und dachte ich mir, ich reite ganz normal meinen Rhythmus, habe ich dann auch gemacht und dann kam das halt raus. Freut uns sehr, herzlichen Glückwunsch. Wir haben gehört, dass du ein ganz, ganz tolles und besonderes Pony dabei hast. Möchtest du ein bisschen was zu deinem Pony erzählen? Ja, das Pony kommt von der Familie Schulze Tophoff und es haben schon alle drei Kinder von denen erfolgreich bis in den hohen Sport geritten und es hat ja auch noch vor 2 Jahren hier den Preis der Besten gewonnen und es ist einfach ein unbeschreibliches Pony. Also so ein Pony bin ich noch nie geritten und es hilft mit allen Lagen und ist auch mittlerweile ein richtig guter Freund geworden. Das klingt sehr schön. Wie würdest du das Pony denn in 3 Worten beschreiben? Vermögend, ehrgeizig und loyal. Super. Könntest du dir vorstellen, wie das Pony dich beschreiben würde? Auch ehrgeizig, loyal und als guten Freund, würde ich sagen. Was habt ihr denn noch gemeinsam vor diese Saison? Wir wollen uns jetzt erstmal auf die Nationenpreise konzentrieren, die jetzt noch kommen. Nächste Woche bin ich in Wirden, da reite ich den Nationenpreis und dann lassen wir alles auf uns zukommen. Es ist dein letztes Ponyjahr, habe ich gehört. Was bedeutet dir der Ponysport denn und was ist das Besondere für dich daran? Das Besondere am Ponysport ist, dass es halt nicht so viele machen. Das ist in den Jahren immer weniger geworden. Aber ich finde das gut, dass man halt da so einen Zusammenhalt hat. Also wirklich, der Zusammenhalt im Ponysport ist echt unfassbar. Und mir macht Ponyreiten einfach Spaß, weil man kann damit schnell um die Kurven kommen oder die Ponys machen auch sehr viel möglich. Das macht mir echt viel Spaß. Wie sieht für dich das perfekte Pony aus? Mentos Junior. Das klingt sehr überzeugend. Wie geht's denn für dich weiter, wenn die Ponyzeit jetzt vorbei ist? Ja, ich habe mittlerweile schon Pferd, bin ich auch schon ein paar Mal auf Turnier geritten. Und dann versuche ich auch in den Juniorensport zu kommen. Und ja, wollte ich wohl weitermachen mit Pferde. Dieses Jahr reite ich schon ein bisschen nebenbei Pferde, aber noch nicht ganz. Und ich probiere dann mal mein Bestes. Was ist für dich denn der größte Unterschied, abgesehen von der Größe zwischen Pony und Großpferd? Vor allen Dingen, ich finde, der ganze Ablauf, man muss schnell, ich finde, man muss bisschen besser reiten, weil es halt alles schwerer und träger beim Pferd. Und ja, vor allem der Ablauf ist ganz anders. Was setzt du dir denn für die nächsten Jahre für Ziele? Was wären so deine großen Träume? Auch wieder auf diesem Level mit Pferden zu reiten, also auch wieder Preis der Besten, Deutsche und so etwas. Das wäre erstmal ein Ziel für mich, großes. Da drücken wir dir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. Vielen Dank für deine Zeit. Nochmal herzlichen Glückwunsch und noch eine gute Zeit hier. Vielen Dank. Danke. Jo.